Wir schalten nach Berlin zu meiner Kollegin Janine Bleker. Janine, inzwischen reden viele über die sogenannte Superimmunität. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die sogenannte Superimmunität, wie Experten das Ganze nennen, ist der Effekt, der auftritt, wenn Menschen sich nach einer Infektion mit Corona impfen lassen. Und die Universität in New York hat das zum Beispiel besonders untersucht. Das Ganze ist vielversprechend, denn es klingt, wie der Name schon sagt, sehr vielversprechend. Also, es gibt immer mehr Hinweise dafür, dass diejenigen, die zuerst genesen sind und sich danach impfen lassen, besonders sicher vor einer möglichen neuen Erkrankung sind. Und das Ganze geht noch weiter. Sie sollen sogar sicherer sein vor möglichen neu auftretenden Mutationen. Da stellt sich jetzt natürlich schnell die Frage, wie erreicht man denn die Superimmunität für möglichst viele Menschen? Ein Aufruf zu einer Infizierung vor einer Impfung ist das Ganze natürlich nicht, aber Experten denken darüber nach, ob das Ganze andersrum funktionieren kann. Das heißt, sich erst impfen zu lassen, um schon sicher zu sein vor schweren Verläufen und dann eventuell eine Erkrankung durchzuleben. Aber um das mal zusammenzufassen, das Ganze hört man, Superimmunität klingt gut und vielversprechend. Ob und inwieweit das Ganze dann in der Praxis umsetzbar ist, das wird sich erst noch zeigen. Momentan sind dafür noch viel zu viele Fragen offen. Janine Bleker, danke nach Berlin.